Jo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Rayman Origins. Wir sind hier zuletzt stehen geblieben in einer Lichtung, wo wir uns jetzt darum kümmern müssen, so viel Lumps wie möglich zu erhalten, und ich verpasse gerade alle, oder naja, viele sagen wir mal. Okay, da vorne sollte es einen Weg geben, indem wir einfach nichts drücken und dann hier vorne das hier halten. Yeah. Tatsache. Es hat gut geklappt und hier vorne wird es nochmal was geben. Yeah. Okay, wie gesagt, wir waren hier stehen geblieben und ich habe letzte Folge ein bisschen früher einfach pausiert gehabt. Ich hoffe, das stört jetzt nicht großartig, wenn ich um eine Minute früher pausiere. Oh, fuck. Naja, kommt vor. So, ich fahre einmal runter und dann schon auch den nächsten Käfig. Yeah, ja, woo. Ach, ich feiere die kleinen Elektroons. Die waren damals aber ein bisschen süßer in Teil 1. Hier jetzt natürlich grafisch ein bisschen nicer dargestellt, dass sie auch ein bisschen mehr machen und so, aber Teil 1 waren die trotzdem süßer, meiner Meinung nach. So, das Ganze ist ja mehr oder weniger in so einem Zeichenstil. Oh, fuck. Dam, dam, da, da, dam. So. Oh, oh. Ob ich da noch dran komme? Yes, ich kam da noch dran. Sehr schön. So, das Herz auch noch gesnackt. Gut. Hey, es klappt sogar. So, hier vorne wird noch ein Lumm sein und dann kann ich schon ins Wasser. Uff. Okay, ich habe ein bisschen Minus gemacht, aber es hat geklappt. So, ich höre die ganze Zeit das Help Me. Das heißt, hier unten werden welche sein. Ja, Tatsache. So. Okay. So, erste kaputt. Dann den hier töten. Und dann den zweiten kaputt machen. Yeah! So läuft das doch. So läuft das doch. So will ich das auch sehen. So, sollte ja auch keine große Schwierigkeit sein. Ab zum nächsten. Ich frage mich eigentlich, ob man die Fische töten kann, aber ich will es eigentlich nicht probieren. Es hat nicht wirklich viel Sinn, das auszuprobieren. Oh Mist, wir haben... Erstens haben wir nicht genug Lumps und zweitens, ja, nicht mal ein Herz oder so. Mann, ich will doch eigentlich nur... Komm schon, so. Okay, hab's geschafft. Wartet mal, so, hier hoch. Ha, wird nicht reichen, auch wenn ich alle hier snacken würde. Yay, klein. Als kleiner Rayman nochmal zu beenden, das ist auch eine lustige Sache. So. Dim, 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 dim. Wir haben leider nicht genug Punkte, wie gesagt, das ist eigentlich kein Problem, weil wir die Elektroons ja trotzdem alle bekommen. Wäre halt nur schön, komplette maximale Punktzahl zu haben, aber das ist jetzt auch kein Zwang, kein Drang. Ja, wie gesagt, ich werde sowieso offscreen nochmal alles 100% machen, beziehungsweise vielleicht sogar eine Safe State runterladen mit 100%, weil ich das mit meinem Cousin schon mal auf 100% gebracht habe. Und da jetzt keinen großen Sinn sehe, das nochmal auf 100% persönlich zu bringen. Auch wenn es ein schönes Spiel ist. Ja, schauen wir mal, wie wir das regeln. Also da werde ich euch einfach Bescheid geben, wie ich das geregelt habe. Armes kleines Gänsefüßchen. Gänseblümchen. Was für Gänsefüßchen? Gänsefüßchen waren ganz andere Dinger. Das waren bei Zeichen oder so, Zeichenketten. Oh, okay. Hier oben gibt es dann wahrscheinlich nichts, ja. Dann wird es halt nur den Boss geben. Aua, das war echt nicht nice. Okay, das wird ein bisschen stressig am Anfang. Okay, schauen wir mal. Nee, wir können uns eigentlich hier umbringen, weil wir den haben wollen. Wir können den eigentlich bestimmt mitnehmen und gleichzeitig noch den rechts nehmen. Müssen nur schnell hier oben sein.
Ja. So. Es läuft eigentlich gut. So, immer schön mit der Ruhe. Ich mache hier nirgendwo Minus. Ah, jetzt habe ich den anderen nicht bekommen. Das ist schade. Egal, schade, aber in Ordnung. Geht immer noch schlimmer. Ups. Vor allem, wenn er jetzt einen Zahn zulegt. Okay, er hat ein bisschen viel zugelegt. So. Okay, immer auf mit der Ruhe. Ah. Da ist so eine komische Blüte. So. Okay, hier vorne. Gut, perfekt. Okay, rückwärts kann ich nicht mehr. Und er verfolgt mich hier einfach. Ups, das war. Ja, bringen wir uns kurz um. Er verfolgt mich einfach weiterhin. Schrecklich. So und so und so. Okay. Wow. Woher sollte ich wissen, dass ich da oben nicht mehr entlanglaufen kann? Das ist halt ein bisschen doof designt manchmal. Sonst finde ich das wirklich eine nice Sache. Aber manchmal ist es halt wirklich doof designt. Weil es gab keine Möglichkeit, dass ich da irgendwie Bescheid weiß, dass es hier vorne endet. Aber naja, wir kommen drumherum. So ist es ja nicht. Wow. Wait a minute. Gut, jetzt steht der Kampf an. Was eigentlich auch keine große Sache ist. So. Okay. Der wird sich jetzt oben anscheinend fortbewegen. Das heißt unten. Aua. Aua, aua. Okay. Am Anfang einfach nur links hingehen. Und dann schon wieder nach rechts. Also nach rechts, um wieder links anzukommen natürlich. So, erstmal oben. Weil der hier gleich dran springt. Und dann schon mal links hinstellen. Wow. Wow, okay. Das hat so nicht funktioniert. Dann bleibe ich einfach erstmal rechts. Und dann schauen wir da mal, wie wir das lösen. So. Erstmal rechts bleiben. Upsasa. Und dann wird er in die Mitte wieder schlagen. So, dann dahin. Aua. Was war das denn? Ich wollte nur checken, ob der irgendwie vielleicht nochmal zur Seite geht. Ah, egal. Also schlimm ist es ja nicht. An sich ist es ja ganz simpel, da auszuweichen. So. Einmal nur warten, bis er in der Mitte draufgeschlagen hat und dann einmal zur Seite gehen. So. Da wird er jetzt überall einmal nochmal draufschlagen, außer ganz rechts hier bei mir. So, und dann kann ich auch schon das hier machen. Oh Gott, ich wusste, dass er sich nach links richtet. Wohin denn sonst? Ah, Mann. Natürlich muss er sich halt in die Richtung richten. Ey, das ist echt unglaublich. So, hier wieder hoch. Dann ganz rechts bleiben. Einmal schlägt er. Einmal schlägt er, dann geht er ganz zur Seite, dann warten wir wieder. Also es ist halt ein bisschen doof gemacht, dass man immer wieder dasselbe abwarten muss. So. Okay, das war ein bisschen doof. Wir hätten die Jumps abwarten müssen. Mist, Mist, Mist.
Also es wird halt, wie gesagt, es ist einfach nur ein bisschen Rätselerei. Man muss das halt ein paar Mal machen. Ups, das war fast gefailed. So, es ist halt nur ein bisschen nervig, wenn man halt schon weiß, was man machen muss. Dann steht man hier vorne und überlegt nochmal und nochmal und nochmal. Das ist manchmal echt schrecklich. Ich meine, wir wissen ja schon, was wir machen müssen. Wir wissen ja jetzt schon, dass wir jetzt schon mal hochrennen könnten und dann schon mal den Angriff zu wagen. Und dann, dass wir schon mal auf die andere Seite rennen, so schnell es geht, bevor da irgendwas Großes passiert. So, hier wird er jetzt jumpen. Fuck. Wie löse ich das denn? Ich muss ja eigentlich schon bei dem Jump sehr, sehr früh starten. Okay, ich... Oh, wow, das habe ich schon gefailt. So. Ich überlege mir jetzt schon mal was. Ich glaube, ich werde das so machen, dass sobald er auf die andere Seite schon jumpt, dass ich sofort zurückrenne. Einmal nach rechts und dann sofort zurück. Dann sollte ich ja eigentlich drum rumkommen. So, hier kurz warten. Dann macht er 1, 2 und 3. So. Okay, erstmal auf die Seite und sofort auf die Seite. Fuck. Okay. Gut, dann könnte ich das eigentlich so machen, dass ich hier vorne... Nee, das geht nicht. Das geht so nicht. Hm. Ich könnte mal schauen, ob ich da ganz kurz hier so hochrennen könnte. Runtersliden und wieder hochrennen. Das könnte vielleicht klappen. Da müsste ich mich aber umschauen, ob es halt klappen kann. So, nehmen wir an, wir scrollen hier runter. Ah, ob das reicht, ich weiß nicht. Ich denke mal. Wow. Was war das denn für ein Meme? Okay, erster Jump. Zweiter Jump, ich weiß, wie es geht. Dritter Jump. So. Ich weiß nicht, was er jetzt vorhat. Okay. Gut, also wir haben schon mal die Lösung gefunden, wie man das löst. Dann ist eigentlich keine große Aufgabe mehr. Ich denke, die letzte Aufgabe ist dann einfach nur noch einmal draufzuschlagen vernünftig und das war's dann. So. Ja, dann wär's das mit dir, kleines Gänseblümchen. Das ist halt nur stressig. Eigentlich könnte ich auch hier vorne stehen. Dann würde ich nicht mal irgendwie... Mühe machen müssen, irgendwas zu tun. So, dann könnte ich von hier vorne auch losrennen. So. Und jump. So. Hier einmal auf die andere Seite. Hops. Jump Nummer 1. Jump Nummer 2. Jump Nummer 3. Hey! Jetzt macht dasselbe nochmal bis hierhin. Genau. Und jetzt kann ich leicht hochrennen. So. Perfekt. Also, was heißt perfekt? Wir haben 100 Versuche gebraucht, um den überhaupt zu erledigen. Aber wir haben es trotzdem endlich mal geschafft. So, und er schrinkt jetzt erstmal komplett zurück zu einem kleinen Gänseblümchen. Ich bin Veganerin, alles klar. Warum habe ich dich dann gerettet? Kleiner Spaß am Rande. Punkte sollten wir genug haben? Ja, natürlich. Das heißt, diese eine Münze, die wir da nicht mal bekommen haben am Anfang des Levels, hat trotzdem ausgereicht, dass da trotzdem alles gut funktioniert. So, und jetzt noch eine weitere Medaille. So, perfekto. So, zurück zur Lichtung der Träume. Also, der Fast Kick war da gerade nice. Gut, damit haben wir schon mal weitere Punkte. Woo, yeah. Und gehen erstmal hier hin. Süßliche Seen. Drachensuppe ist das nächste Level, was wir hier bestreiten werden. Und ich habe jetzt schon wieder meine Sorgen des Jahrtausends davor. So, jump. Okay. Hupsasa.
Okay, er pustet das erstmal weiterhin an. Das heißt, wir holen uns hier vorne erstmal die Dinger. Und... So. Ups. Sa. Sa. Okay, der braucht das gar nicht anheizen. Yeah. So. Perfekto. Ich finde das immer so nice, dass die Lumps auch gleichzeitig anzeigen, wo man halt hin soll. Ach, die Dinger, da kann ich drauf wahrscheinlich. Okay. Natürlich nicht, wenn ich mich wie ein Idiot anstelle. Ja, ich kann mich nochmal umbringen. Es lohnt sich nicht, hier weiterzumachen. So. Okay. Zack und zack. Yeah! Moskito-Level schon wieder. Was haben die denn mit den ganzen Moskito-Levels? Okay, ich weiß, was das Ziel dieses Moskito-Levels ist. Aber wir haben ja bereits Rayman 3 gespielt gehabt. Da gab es ja sowas ähnliches. Nur mit Raketen. Also für den Game Boy Advance. Da kommen wir eigentlich ganz gut drum rum. Also ich denke, da habe ich die ganze Knowledge her, wie man sowas ausweicht. So. Kurz warten. Ach, die schießen auch nicht mehr, wenn man fertig ist. Okay. Sehr coole, einfache Sache. Hat trotzdem Spaß gemacht, da durch zu navigieren. So, yeah, yeah, woo. Neue Elektroons freigeschaltet. Und einmal wieder hier runter. Tschö, tschö. Okay. Gut, dann habe ich wieder diese komischen Fäuste. Die habe ich jetzt schon weggeballert. Geilo. Okay, hier muss ich vorsichtig mit sein. So. Wow. Wow, wow, wow. Okay. Ugh. Gut, hier oben ist nicht mal was. Oh, hier ist eine Münze rausgespawnt. Ah. Nur wo ist die? Die ist hier links, oder? Yes. Got her. Und da war sie. Okay. Gut, dann müssen wir uns nochmal umbringen. Wenn wir die Münze auch wirklich haben wollen. Ah, Mist. Aber okay. An sich gar nicht schwer. So, wir holen die Schritt für Schritt. Herz haben wir schon bekommen. Herz haben wir schon verloren. Und haben uns direkt danach nochmal umgebracht. Das ist halt totally legit. So. Erstmal die einzelnen. Dann hier vorne die. Dann hier vorne die Bohnen. Okay. Perfekto. Ach, den können wir gerne nochmal berühren. Dann hier oben drauf, dann hier vorne hin, dann weiter. So. Ich liebe diesen Sound, den das macht. Oh Gott. Da muss ich tatsächlich hoch, oder? Also ich glaube, das Schlimmste habe ich schon überstanden. Aha, ich werde davon weggedrückt. Okay. Einmal dahin. Dann dahin. So. Oh Gott, ist das stressig. Puh. Ich hatte Angst, dass ich tatsächlich Schaden von ihm bekomme, sobald ich da hochkletter. Aber habe ich nicht. Yeah. Kein Schaden, das ist immer was Schönes. Oh Gott. Ja, hier habe ich schon gefailt. Gut, dann würde ich aber auch vorschlagen, wir machen das in der nächsten Folge weiter. Wir sehen uns also in der nächsten Folge. Haut rein und bis demnächst. Ciao.